Guten Mittag. Gerade ist der Kollege mit dem kaputten Intercity eingetroffen und du musst jetzt die Fahrgäste mit diesem Ersatzzug nach Karlsruhe bringen. Beeile dich. Zu dieser schönen Einweisung. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer weiteren Folge zum Train Simulator 2016. Mein Name ist Train Teacher oder Darius und genau, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich hatte ja gesagt, Dienstag kommt die Folge, so wie immer dienstags. Und genau, das ist jetzt die Mannheim-Karlsruhe-Strecke. Ich glaube sogar natürlich, das Trainworks-Patch habe ich sogar mit drauf. Weiß ich nicht, verlinken werde ich es auf jeden Fall, weil ich das alles mal Mitte letzten Jahres gemacht habe und da habe ich einfach jetzt auf meinem anderen Computer hier, mit dem ich gerade aufnehme, habe ich einfach alles draufgezogen gehabt. Und ich würde einfach mal sagen, wir rüsten die Lok auf und erkläre euch gleich mal ein paar Sachen hier, wie wir fahren und so weiter. Das kann ich ja mal gleich direkt erklären, solange hier die Fahrgäste einsteigen. So, Stromabnehmer noch heben. Türen sind offen. Okay, das ist die TTB 101 und das sind die TTB Intercity-Wagen. Wir haben auch genug Zeit eigentlich. Gucken wir mal, dass auch hier alle Türen zugehen. Ich habe auch ein bisschen was in meinen Grafikeinstellungen verändert, dass eventuell ich es geschafft habe, hier die Ruckler, die manchmal kommen, rauszugehen. Zu entfernen, ganz einfach mal. Genau, ich habe so eine schöne 101. Ich kann ja mal eine Zoom-Nail machen. Obwohl, soll ich das hier schon? Naja. Auf jeden Fall können wir jetzt schon mal losfahren. Hier raus. Wir fahren über die SFS. So habe ich die Route gerade, habe ich unseren Weg hier gestellt. Kann man mal gucken. Genau, hier ist die blau markierte Linie. Hier ist unsere. Fährt man hier los und so weiter durch. Dann geht man hier irgendwann raus. Und dann weiter in Richtung Karlsruhe. Genau, wir erreichen Karlsruhe auf Bahnsteig 7. Szenario geht ungefähr so, wir fahren ungefähr eine halbe Stunde, das heißt das Szenario. Das habe ich ja selber erstellt übrigens. Also was heißt, ich habe selber erstellt, ich habe einfach ganz einfach jetzt hier ein Ziel und ein Ende angegeben hier. Ohne Fahrplan, weil ich zu doof war, habe ich nicht drauf geachtet, weil ich dachte, normales Standardszenario wäre auch mit Fahrplan, aber habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber gut, dann können wir, fahren wir auf jeden Fall ganz entspannt hier. Die Fahrgäste im Ersatz nach Karlsruhe. Ich sehe, das flimmert hier sehr. Ich hoffe mal, dass zerstört jetzt nicht die Augen von euch. Aber auf jeden Fall, wir fahren jetzt hier entspannt los. Und genau. Ich freue mich wieder, dass du heute mit dabei bist, wie gesagt. Ich habe ein paar Sachen noch zu erzählen. Ich erzähle auch was zu der 101 gleich. Und gehen wir wieder rüber. Mal kurz prüfen, ob auch meine Aufnahme gerade läuft. Ah, jetzt leckt sie ein bisschen, komischerweise. Ah, jetzt nicht mehr, okay. Ah, ich hoffe mal, das hat jetzt nichts mit dem Weltnachlader zu tun gehabt. Okay, so, da bin ich wieder zurück. Kurz aufstehen, aufgestanden, um was nachzugucken. So. Genau. Leider hat die Lok keine LZB, aber an sich ist sie viel besser als die DTG 101. Die hat auch schön viel bessere Geräusche und also auf jeden Fall eine Kaufempfehlung meinerseits. Für Leute, die auch gerne fahren möchten. Genau. So. Hier wäre dann LZB Beginn zum Beispiel, aber wir haben ja wie gesagt keine LZB. Und dafür dürfen wir jetzt schon auf die 190 hoch mit unserem Express Intercity. Genau. So, ich würde auf jeden Fall sagen, als allererstes, ich bin gerade dabei übrigens, gerade während dieser Aufnahme hier, habe ich auch schon davor, habe ich jetzt mir gerade bin ich dabei, mir einen Community Teamspeak Flot zu machen. Wo ihr dann auch einfach, der ist 24/7 offen für euch, den richte ich auch noch ein. Ich habe mir den mal nämlich mich mal vor langer Zeit mit den Teamspeak-Rechten befasst, mit diesem erweiterten Rechtesystem. Und genau, also ihr könnt einfach raufkommen, ihr kriegt auch da ein paar Rechte natürlich. Und genau, ihr könnt einfach mal Seite 24/7 drauf, ich bin da auch drauf. Und ja, kann man einfach jederzeit drauf joinen. Ich werde dazu nochmal auch dann ein Video machen. Und das ist erstmal die erste Sache, die ich sagen wollte, ich mache mir immer so ein paar Sachen.
Kopf, die ich gerne auch noch erzählen wollte. Und ich freue mich auf jeden Fall wieder hier den Train Simulator aufnehmen zu können. Freue ich mich gerade wieder ein bisschen drauf. Das erste Mal richtig in diesem Jahr Train Simulator. Das erste Video war eine Livestream-Ankündigung, das zweite war ein Minecraft-Video, was gestern erschienen ist. Und heute dann halt hier der Train Simulator. Jetzt fahren wir hier durch den Tunnel durch. Licht ist auf jeden Fall an. Das sieht man jetzt halt hier nicht so gut. Wir fahren mit 5 Intercity-Waggons von Train Team Berlin. Genau. Wenn ich das nicht schon gesagt habe. Wir kommen dann auch am Bahnhof Hockenheim vorbei, den werden wir durchfahren. Aber wir dürfen natürlich schon 250 fahren, habe ich gar nicht gesehen. Aber unsere VMAX ist leider nur 200. Das heißt leider, das ist die VMAX der Lok. Wir können ja nicht so schnell fahren. Wir dürfen nicht übersteigen. Sagen wollte ist, ich habe ja meinen letzten Livestream am 8.1. gehabt. Ich musste den vorziehen, weil am Samstag, an dem eigentlich, wo ich sonst immer streame, ab von 18 bis 20 Uhr, ging nicht. Also da wäre ich nicht da gewesen. Deshalb habe ich es ja gut gemacht, einen Tag vorher. Habe ich mich auch drüber gefreut, echt. Ich hatte übrigens 4 aktive Zuschauer. Für mich ist es, es klingt zwar wenig, aber ich habe mich echt gefreut. Danke auch auf jeden Fall für die Leute, die dabei waren an AntiTV. Ich glaube auch, war dabei. Also viele waren dabei eigentlich, von 3. Einer war sogar einfach so dabei, der nichts mit YouTube zu tun hatte, interessanterweise. Der auch selber Streamer war. Und genau. Was ich noch sagen wollte, der nächste Livestream findet dann ja übrigens am, lass mich mal kurz nachgucken. Der nächste Livestream, oder gleich mal nachdenken. So, der nächste Livestream müsste, heute, morgen, am 16. sein. Genau. Am 16. Am diesen 16. ist der nächste Livestream. Von 18 bis 20 Uhr, das ist wie immer ein Samstag. Und genau. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen wieder den Train Simulator und danach wieder ein kleines Ründchen, irgendein anderes Spiel. Die letzten höchstens, also ab frühestens eine halbe Stunde. Mache ich dann noch ein anderes Spielchen. Also ich fahre eventuell 2 Szenarien höchstens oder ein ganzes, wenn es halt eine 90 Minuten geht. Oder alles, was über 70 Minuten ist, ab dann beginne ich kein neues Szenario. Eventuell dann nur etwas anderes, zum Beispiel ein kurzes Szenario. Auf jeden Fall. Gut, ich höre 3 Kammer über meine VMAX runter. Nachlader. Ich habe gerade nach unten geguckt auf meine Armaturen hier. Genau. Das ist erstmal zum Livestream-Thema. Und ich habe auch ein bisschen was nur nachgedacht und habe gerade feststellen müssen, dass, beziehungsweise habe ich mir auch schon vor ein paar Tagen drüber die Gedanken gemacht, dass ich den überhaupt generell also Train Simulator-Folgen jetzt immer so mache, die kommen. Standardmäßig jetzt immer nur noch einmal die Woche, weil ich zweimal die Woche eigentlich zeitlich gar nicht schaffe. Ich schaffe es einfach zeitlich, das ist im Moment ein bisschen die Schwierigkeit, aber das wird sich mit den nächsten Monaten legen, alles zeitlich, dann habe ich auch mehr Zeit. Und aber ich freue mich immer YouTube zu machen und euch oder mit Hitbox generell einfach die Sachen, die ich da auch meine Community habe. Danke an alle, im Moment 63 Abonnenten, die mich hier begleiten. Danke ich mich wirklich sehr für. Und genau, also ich hoffe, dass ihr immer hier bleibt und auch immer mitguckt. Ja, wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Wirklich vielen Dank dafür.
großes Lob an die Community. Und genau, das wollte ich mal ganz kurz gesagt haben. Und ja, was ich noch sagen wollte, war, dass ich jetzt sagen muss, ist jetzt jeden Dienstag eine Folge Train Simulator kommt und auch regelmäßig außerplanmäßige Train Simulator kommen werden. Das heißt zum Beispiel, Dienstag kommt auf jeden Fall eine, entweder nachmittags, mittags oder je nachdem. Dienstags auf jeden Fall kommt eine. Und dann halt am Samstag der Livestream. Minecraft ist zum Beispiel gerade das andere Spiel. Ich habe GTA leider aufhören müssen für die Leute, die auch hier GTA gucken. Es gab da auch welche drunter, habe ich gesehen. Da muss ich sagen, der Entwickler hat, da gab es eine neue, dieses, da hat man ja unten links oder unten rechts war, das hat man gesehen, das ist Rage-Plugin, das ist quasi das, eine Erweiterung von GTA, welche ermöglicht, dass man das LSPDFR, also diesen Polizeimod, spielen kann. Und hier ist leider, wie soll ich sagen, der Entwickler hat da jetzt weiter nichts gemacht dran, weshalb man jetzt das nicht spielen kann. Genau. Weshalb man ja, wie gesagt, das nicht spielen kann. Ich bin gerade nochmal durchgegangen, was ich sagen wollte. Genau, das ist halt das Problem. Aber Minecraft werde ich auf jeden Fall weiterführen. Das kommt mindestens einmal die Woche, habe ich mir festgelegt. Also einmal die Woche mindestens Translator und regelmäßig darunter versuche ich unter den Wochen auch mal was zu hochzuladen. Was langes, was kurzes, je nachdem. Also was kurz, das heißt nicht verstehen, jetzt kurz für 5 bis 10 Minuten oder 20, nichts. Das kurz heißt schon alles ab über 30 Minuten, es gibt ja nichts anderes. Weil einfach Translator so ein, da nimmt man sich Zeit für, macht man Spaß dran. Ich zumindest nehme es auf und es dauert halt auch länger. Ganz einfach. Das kann ja kein, der, man kann ja nicht irgendwie von, es sei denn, man ist im S-Bahn-Dienst irgendwie unterwegs und fährt nur, ja, was soll ich sagen, 2 Stationen oder so, aber das lohnt sich ja nicht, das lohnt sich ja nicht zu fahren. Das ist ja, ja. Zum Beispiel bei der Deutschen Bahn in echt jetzt hier wäre das ja vollkommen unwirtschaftlich, weil wir müssten ja für 2 Stationen einen Lokführer bezahlen. Wir können ja davon gar nicht leben. Braucht dafür trotzdem sehr Geld, trotzdem Geld, was sie bezahlen muss. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, genau, wie gesagt, die Transimator-Folgen kommen auf jeden Fall jeden Dienstag einmal und Livestream immer Samstag von 18 bis 20 Uhr. Wenn der Livestream sich verschieben sollte, zum Beispiel einen Tag früher, wie jetzt was am 8.1. war, oder einen Tag später, auf dem Sonntag zum Beispiel, gibt es immer ein Ankündigungsvideo und ich habe auch schon vorher ein Video eingeblendet für die Leute. Das ist ganz wichtig, schaut auf jeden Fall auf dieser Twitter-Seite vorbei. Und behaltet die auch immer bitte im Auge, weil ich da immer regelmäßig Sachen poste. Und zum Beispiel, wenn irgendwas ausfällt oder so, wenn ich gerade ein Video am Rennen bin, schreibe ich das einfach mal rein. Und genau. Auf jeden Fall wollte ich, wie gesagt, gesagt haben, Komma, ja, Komma, dass, ja, die Train Simulator folgen. Jetzt gehen wir hier rüber auf die Schnellfahrtrasse. Wie schnell war diese Schnellfahrtsweiche, war das hier gerade? Genau, jetzt gehen wir hier rüber. Gehen wir gerade raus. Genau, das wollte ich halt sagen, dass da man Bescheid weiß, dass da man Bescheid weiß in den Trailer-Folgen. Und wow, gutes Deutsch. Und wir in den Minecraft. Ja, ich wiederhole mich ab und zu mal, damit man auch nichts irgendwie vergisst. Oder so, ein bisschen aktiver. Und genau. Dann noch sagen wollte, ist wegen meines Mikrofons. Also, ich weiß, es gibt einen kleinen Hall. Ich habe auch schon den Pegel auf 95, aber auf 100 wäre das viel zu stark gewesen. Und das Mikrofon nimmt eigentlich auch nur Sachen direkt am Mund auf. Ich habe es auch ein bisschen weiter weg von mir gemacht, was ich vorher, ich hatte es vorher viel näher dran zum Beispiel. Und ich hoffe, es geht jetzt mal, weil ich jetzt nicht mit Audacity aufnehme, sondern mit Shadowplay plus dem internen, also zum Beispiel dem internen Programm quasi fürs Mikrofon, was dabei ist, man halt einstellt. Spiel intern und Mikrofon. Problem an der Sache ist, dass diese, ich sag mal, Einstellung dafür bei diesen Aufnahmeprogrammen, zum Beispiel bei Fraps habe ich gesehen, ganz grauenhaft die Soundqualität, und bei Shadowplay habe ich auch meine Testaufnahmen gesehen, da ist nichts. Bei Audacity ist es irgendwie anders, das ist halt ein Stimm, also ein Aufnahmeprogramm,
das macht es aber irgendwie anders. Und ich habe auch irgendwie keine bewusst, ich habe da keine Filter drauf. Also ich meine nicht, dass ich jetzt direkt weiß, ich habe da keine Filter drauf. Ich mache das Tonus direkt rein, wie ich ihn aufgenommen habe, nichts bearbeitet. Und irgendwie trotzdem ist die Soundqualität super. Man hört kein bisschen Hall, aber irgendwie machen diese Programme halt was anderes. Und ich habe auch einen Pegel von 95 Grad drin. Also da könnt ihr auch bitte mir in die Kommentare schreiben, da freue ich mich sehr drüber, wenn man mir sagen kann, ob das mit dem Mikrofon in Ordnung ist. Weil eigentlich ist es ein sehr gutes Mikrofon, finde ich. Genau. Und ja. Das sind so die Sachen, die ich sagen wollte. Übrigens im Livestream, da wollte ich mal sagen, wenn ihr dabei seid, könnt ihr mir immer Fragen im Chat stellen, die ich dann auch beantworten werde, weil das ist ja auch dafür da, immer wenn ich da halt da bin, beantworte ich Fragen. Zum Beispiel, ihr habt eine Frage zu mich, also zu meiner Person, zu mir. Oder an mich, ja, Fragen an mich und wollte irgendwas über mich wissen, dann war ich gerade wieder ein bisschen an meine Mikrofon zu nah dran. Ich hoffe, jetzt habt ihr keinen Ohrenschaden davon getragen. Genau. Wenn ihr da irgendwas zu wissen wollt, dann wenn ihr eine Frage an mich habt oder zu meinem Computer, stellt ihr das einfach an Livestream. Ich sag alles immer dazu. Ja. Genau, und jetzt sehe ich mal gleich was ein bisschen zu unserer schönen 101 hier. So. Übrigens heute am Dienstag, wo diese Folge wahrscheinlich noch veröffentlicht wird, beziehungsweise veröffentlicht wurde bereits, und ich weiß ich gar nicht. Ja klar, wenn ihr das guckt, also auch heute am Dienstag kommt auch noch eine Minecraft-Folge. Genau. Also die Nummer, die 101 hat die Nummerierung 101.01.145, ab da geht's direkt quasi los, beziehungsweise auch schon ab 101.0. Also 101, da geht's los. Und da fängt's an so. Und es gibt insgesamt 145 Stück von der 101. Hersteller ist AdTrans oder AdTrans und die Baujahre waren 1996 bis 1999 und genau, die Lok wiegt 84 Tonnen, ein Radsatz wiegt 21,7 Tonnen, die Höchstgeschwindigkeit ist 220 km/h und in Österreich ist 200 km/h, aber wir haben ja einen Vormax von 200, den dürfen wir nicht überschreiten, weil die Lok in Deutschland einen Vormax von 200 hat. Also insgesamt schafft die 220 und in Österreich gibt es ja anscheinend auch mit der 200 km/h. Oder irgendwie anders. Ich verstehe das hier gerade nicht so ganz. Die Lok kann mit, darf nur 200 km/h fahren. Das habe ich, okay, das ist auf jeden Fall nicht richtig. Die Lok darf nur 200 fahren, soweit ich hier rauslesen kann. Und ich auch schon vorher wusste, aber hier steht anscheinend, die Lok kann in Deutschland 220 km/h Höchstgeschwindigkeit fahren. Auf deutschen Strecken. Nicht, was sie schafft. Das, was sie schafft, ist natürlich klar. Aber was sie fahren darf eigentlich, ist nicht richtig. In Österreich sind 200 km/h, das ist richtig, auch in Deutschland. Die Dauerleistung ist 6400 Kilowatt. Die Fahrzugkraft ist bei 300 kN. Und das Stromsystem ist 15 kV bei 16,7 Hertz. Die Lokbremse ist eine mechanische Bremse oder eine Scheibenbremse auf Hohlwelle. Zugsicherung, SIFA, LZB 80, BZB 90 und ETCS, darüber ist sie auch, beziehungsweise ETCS hat nur eine einzige 101, und zwar die 101, 140, 144. Diese Lok, also die Lok mit dieser Nummerierung ist ausgerüstet mit ETCS. Ist ein europäisches Kommunikationssystem für alle Loks, also für viele Loks, damit man ohne Signale fahren kann, wie ich das verstanden habe. Kupplungstyp ist Schraubenkupplung. Genau. Genau, die Elektrolokomotiven der Baureihe 101 sind Hochleistungs-Universallokomotiven mit Drehstromantrieb. Oh, okay, dieses Piepen klang nicht gesund. Interessant. Wenn ich das Piepen auch gerade gehört, ist auf jeden Fall im Spiel. Jetzt ein bisschen was zur 101.
Sie wird überwiegend im Personenverkehr eingesetzt. Zeitlang wurde sie auch im Güterverkehr eingesetzt. Und na klar, Personenverkehr, das sieht man auch, die ist auch ZWS-fähig, die Lok. Und genau. So, und da sehe ich gerade, muss ich runter. Denn wir erreichen auch gleich unseren Zielbahnhof. Karlsruher Hauptbahnhof. So, nochmal ein paar Lecks. Ein paar kleinere Ruckler. Ah, okay, dann lag es wohl doch nicht an der Sichtweite. Ich habe jetzt mal die Sichtweite ein bisschen aufs Höchste gestellt, was es gibt. Und dachte, damit wäre es erstmal, aber. So. 139 km/h. Schon also 240 km/h. Genau. Also, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Zwangsbremsung. Warum habe ich jetzt hier eine Zwangsbremsung bekommen? Oh, Ruckler. Doch nicht. Warum habe ich jetzt hier eine Zwangsbremsung bekommen? Ich muss auch gar nicht. Hä? Nein. Hier ein kurzes Thumbnail wollte ich machen. Ich verstehe es nicht. Warum habe ich denn jetzt eine Zwangsbremsung bekommen? Aber gut. Legen wir erstmal hier unseren. Zugbeeinflussung. Das werde ich mir auf jeden Fall gleich nochmal in meinem Aufnahmeprogramm angucken. Weil das ist, glaube ich, nicht ganz korrekt hier, eine Zugbeeinflussung, weil es war kein Hauptsignal, beziehungsweise keine Ankündigung. Aber na gut, ich werde es mir angucken, wenn doch, habe ich einen Fehler begangen, aber bin mir ganz sicher, ich habe da aufgepasst und es war nichts gelb. Oder hat geblimmt. Genau. Naja, okay, eine Zwangs habe ich halt bekommen. Komischerweise, warum auch immer. Obwohl das Signal ja noch gerade hinter grün war. Aber gut, wie dem auch sei. Ich wollte sagen, ich freue mich sehr, obwohl es halt ein Szenario ist, wo es nicht viel passiert. Freue ich mich trotzdem und bedanke ich mich, dass ihr auch mitgeschaut habt, sage ich jetzt schon mal hier. Zwangsbremsung. Naja, stimmt, ja. Ich habe doch gerade Leistung abgeschaltet. Leistung runtergenommen, aber es hat nicht gereicht. Ja, zwei Zwangsen. Nix Türfreigabe, mein Junge. Nein, mein Junge. Nicht gut, so. Zugbeeinflussung. So, jetzt können wir wieder hier anrollen. Es ist ab hier sowieso die 40. So. Genau, obwohl es jetzt halt hier nicht viel passiert ist, sondern einfach nur so ein kleines Express. Wir sind in den Expresszug, wir haben meine Fahrgäste hier den Ersatzzug. Wir fahren hier in den Ersatzzug, haben die Fahrgäste noch schnell aus dem kaputten IC schnell noch nach, beziehungsweise wir haben ein Ziel nach Karlsruhe gebracht. Genau, da überschreite ich auch gerade schon wieder die km/h, wo ich doch gerade eben noch irgendwas von 60 gesehen habe. Aber na gut. Ich sag auf jeden Fall schon mal jetzt hier im Voraus, danke fürs Zuschauen.
Genau, obwohl halt jetzt hier nichts Besonderes, also nichts Aufregendes passiert ist, hat es mir trotzdem Spaß gemacht. Wir haben jetzt hier schnell noch die, wie gesagt, die Fahrgäste aus dem kaputten Intercity noch schnell nach Karlsruhe gebracht. Und ja, sag ich nochmal, sehr geehrte Fahrgäste, wir möchten uns nochmal im Namen der Deutschen Bahn bei Ihnen entschuldigen für die Unannehmlichkeiten, die unterwegs entstanden sind. Wir haben sie trotzdem noch schnell mit einer Verspätung von ca. 5 Minuten nach Karlsruhe Hauptbahnhof bringen können. Und wir bedanken uns trotzdem mit der Mitfahrt bei der Deutschen Bahn. Wir entschuldigen uns nochmals für die Unannehmlichkeiten, die unterwegs entstanden sind. Und hoffen, bald sie wieder an Bord eines Zuges bei der Deutschen Bahn grüßen zu können. Außerdem, das Wetter für Karlsruhe ist gerade sonnig und klar mit entspannten 30 Grad. Auf Wiedersehen. Und einen schönen Tag noch. So. Genau, Ansage gemacht. Türen frei. So, rüsten wir erstmal hier unsere Lok ab. So. Erstmal Fahrtrichtungswende auf neutral. Stromabnehmer senken. Licht aus. Türen sind offen. Erstmal hier aussteigen. So, Sachen mitnehmen noch. Hier raus aus der Tür. Wo? So, raus. Ja, war richtig, okay. So, ab hier übernimmt einen Rangiermitarbeiter und bringt die Lok da nach hinten mit dem Zug. So. Gut gemacht, Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Mein Szenario ist übrigens IC Express, aber ich werde es auch wahrscheinlich nicht veröffentlichen, warum. Das war jetzt ein selbst erstelltes, schnelles Szenario hier. Also Schnellszenario von der Beschreibung, was ich beim Transimator auswählen konnte. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video wieder und im Livestream. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen nochmal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir auch einen Kommentar nochmal, wie gesagt, zu meinem Mikrofon. Und ihr wisst über den Upload-Plan, beziehungsweise über meinen generellen Plan halt zum YouTube Bescheid, zu YouTube. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer nächsten Folge oder im Livestream, wie gesagt, wieder. Und zum Teamspeak und noch eine andere Folge Minecraft wird kommen. Und nicht vergessen, Twitter im Auge auch behalten und den YouTube-Kanal, weil es kommen, wie gesagt, auch unregelmäßig Train Simulator-Folgen. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.